Die schönste Überraschung zu Weihnachten. Ein Gedicht von Rose Pflock. In diesem Jahr, sagt Nikolaus, denk ich mir etwas Neues aus. Es sollen sich die Spielzeugsachen doch selber mal Gedanken machen, in welchem Haus, bei welchem Kind sie Weihnachten am liebsten sind. So ruft er: Holla, 1, 2, 3, ihr Spielsachen, kommt schnell herbei und hört, wie wir es machen wollen, damit sich alle freuen sollen. Die Kinder, doch das Spielzeug auch. Das wird ein neuer Weihnachtsbrauch. Sucht also Kinder, die ihr liebt, mit denen es dann Spiele gibt, die euch und ihnen recht behagen, weil alle sich dabei vertragen. Es gibt ja Kinder, nah und fern, da wisst ihr gleich, hier bleibt ihr gern. Sucht euch nun selber welche aus, bei welchem Kind, in welchem Haus man euch als tolle Weihnachtssachen begrüßt mit Jubel und mit Lachen. Mir scheint, dass ihr am besten wisst, wo es für euch am schönsten ist. Das Spielzeug ruft: Hurra, hurra, genau so wollen wir es, ja. Ganz sicher wird es Kinder geben, wo wir dann gern für immer leben. Jetzt machen wir uns gleich bereit für eine frohe Weihnachtszeit. Zufrieden freut sich Nikolaus. Nun wird es schön in jedem Haus, denn diesmal gibt es, wie ich denke, nur lauter fröhliche Geschenke, die ganz gewiss bei jedem Kind am Weihnachtsabend glücklich sind.